Junge, 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 Junge. Das sieht nach Weihnachten aus. Christmassy. Merry Christmas. So, guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in Prag. Ihr fragt euch jetzt, Randy, irgendwas ist anders an dir. Und ja, ihr habt recht, ich habe mir die Zähne bleachen lassen. Nein, habe ich nicht. Ich habe eine sehr, sehr traditionelle, wie nennt man diese Mütze eigentlich? Das ist echter Pelz, aber, oder? Ich habe diese Weihnachtsmütze gekauft auf dem Weihnachtsmarkt. Wusste nicht, was ich kaufe. Wusste auch nicht, wie teuer es war. Und da stand einfach so 990 tschechische Kronen. Ja, und dann habe ich es einfach bezahlt mit Karte. Waren 40 Euro, war teuer. Warum Tier? Aber auf jeden Fall, es tut mir leid, es war nicht mit Absicht. Aber was soll ich jetzt machen, wenn ich es jetzt wegwerfe? Wir reden darüber nicht. So, viel Spaß im Video. Wir gehen auf jeden Fall was sehr, sehr Krasses machen. Lukas freut sich schon. Er ist super gespannt. Das ist mal wieder so eine typische Randy-Idee. Ich will es noch nicht verraten. Ihr werdet wahrscheinlich in Titel und Thumbnail schon gesehen haben. Mehr wissen wir auch noch nicht. Wir schauen uns das jetzt an. Aber wenn das so sein sollte, wie ich es mir vorstelle, dann, glaube ich, wird es sehr, sehr lustig. Patreje et Musis. Was heißt Patreje et Musis? Museum? Nationalbibliothek. Es kann sein, dass es an diesem Excitement liegt, was ich habe, wenn ich immer in neuen Städten auftauche, aber... Dass du dir komische Mütze kaufst, oder was? Nein, dass diese Stadt, die wirkt so gut ausgeleuchtet, habe ich gerade das Gefühl. Da sind so über viele Lampen. Ja, die wirkt sehr, sehr gemütlich, sehr, sehr weihnachtlich. Vielleicht ist sie auch ein bisschen mehr ausgeleuchtet während der Weihnachtszeit. So, es fehlt nur der Schnee, dann wäre das Christmas. Das ist Gefühl Tag einfach so. Ja, genau, Gefühl, genau. Nacht ist. Genau. Wir müssen... Ah, wir müssen da lang. Wir haben noch 3 Minuten. Alter, wir kommen genau pünktlich um 45 an. Ja, mein Handy ist auf Englisch, weil ich einmal in L.A. war und jetzt denke ich, ich bin L.A. Boy. Ja, nicht nur dein Handy ist auf Englisch, sondern du hast sogar A.M. und P.M. Zeit eingestellt. Ja, sag ich ja. L.A. Boy. Wann fliegen wir nach L.A.? Deswegen kommst du auch immer zu spät, wenn wir uns treffen. Wann fliegen wir aber nach L.A.? 17. Januar. Damn! Chocolate Museum. Du willst mich abliefern, habe ich das Gefühl. Junge, okay. Das hatte ich mir auch überlegt, ob ich euch das zeige, Ladies and Gentlemen. Das ist das Museum der Foltermethoden oder sowas. Ah. Wäre auch wieder so eine Randy-Idee, ich weiß ja. Aber. Aber ist interessant. Wir sind leider nicht allzu viele Tage da, aber ich habe so das Gefühl, da Prag nicht so weit entfernt ist, dass man hier öfter herkommen könnte. Vor allem von Wien, 3 Stunden Fahrt, boom, wir sind hier. Das, alle Leute sagen mir ja, Berlin und weiß was ich, ist cool, aber Wien-Lage darf man nicht unterschätzen, ist ziemlich geil. Ja, Bruder, du fährst auch von Berlin nicht so weit. Alle sagen immer München und so. Also, Ladies and Gentlemen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, glaube es ist hier. Ich weiß es nicht. Steht hier irgendwas? Special Night? Historical? Aber es ist Nummer 17, das ist hier richtig. Nummer 17, Ladies and Gentlemen. Prag ist, wenn mich nicht alles täuscht, was Lukas meinte, entweder Tschechien oder? Tschechien oder, was hast du gemeint, sind die größten Lieferanten, was Bier angeht. Oder glaub, Niederlande, aber ich glaube Niederlande. Tschechien. Damn. Here's this. Tickets for you guys. Go thank downstairs, you. Give it this paper downstairs, Michael, please give it. Ich will das nur noch mal kurz erwähnen. Diese ganze Veranstaltung habe ich über Get Your Guide gebucht. Falls Get Your Guide dieses Video sehen sollte. Hey, ja, so Leute, hier, Get Your Guide. Das will ich jetzt immer noch nicht sagen, was es ist. Hey, die Leute wissen es eh. Wir gehen jetzt mittelalterlich essen. 3-Gänge-Menü. Wir haben Lukas mit dabei, dass er auch sagen kann, ob sich das lohnt, überhaupt fürs Essen darunter zu gehen. Und ich bin da. Mittelalterlich, deswegen auch diese Kopfbedeckung. Wir sind im Mittelalter. Das hier sieht aber schon mittelalterlich aus oder sieht es mehr nach Halloween aus? Was sagst du? Mittelalterliches Halloween. Ah, das sind Kerzen. Das ist Kerzenwachs. Das sieht aus wie ein Totenkopf, finde ich irgendwie. Sieht aus wie ein Alpaka. Ich glaube, hier ist unsere Bierflatrate, mein Freund. Es ist nicht nur eine Bierflatrate, Ladies and Gentlemen, sogar auch eine Weinflatrate. Wow. Da ist ein Kindersitz drin. Junge, 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 schaut euch mal das an. Kerzenwachs, diese Decken. Aber ganz kurz, das ist einfach eine Burg, oder? Ja, ich glaube... Das ist einfach eine Burg. Ich glaube, das ist ein bisschen nachgebaut worden. Das ist kein echter, das ist so eine alte Taverne und die wurde noch ein bisschen aufgepeppt, damit es mehr nach Mittelalter aussieht. Es sitzen auch so voll viele Männer mit Vollbart hier drin, so unnötig. Manscaped, schwarz. Ja, perfekt. Thank you, Sue. Das ist doch wirklich Mittelalter. Die aus hatten Ding? Die schon Kupfer. Gläser im Mittelalter, oder? Nee, gell? Damn. Ich weiß es nicht. Hatten die Gläser im Mittelalter? Ich sag nein. Ja, aber Fensterglas und sowas, das musstest du ja blasen. Die Teile werden geblasen. Nein, den Witz, nein. Die Teile werden auf jeden Fall geblasen, weil Gläser werden geblasen, wenn ich nicht habe. Oder in Formen. An alle Glasbläser hier. Lass mich einfach. Auf jeden Fall, glaube ich, hier werden so Shows stattfinden, ja. Das ist alles Wachs, der von dem Ding da hier runtergetroffen ist. Ich glaube, dieser Vibe kommt hier schon geil rüber, oder? Was sagt ihr, Alter? Uns erwartet eine Bauchtanzshow. Ich glaube, Dudelsackshow. Noch ein paar Sachen. Also es wird jetzt sehr, sehr laut werden und sowas. Sehr, sehr actionreich. Seid gespannt. Like das Video. Kommentiert, falls wir auch noch uns so andere Sachen anschauen wollen. Und schaut mal, es ist wirklich fast ausgebucht gewesen. Schon geil aus. Ich sage ehrlich, wie es ist. Man kann hier schon Spaß haben. Unbegrenzt Bier, Wein und Softdrink. Yay, unbegrenzt Softdrinks. Get your guide. You can choose a pork, chicken and duck, okay? And I take pork. One pork. Yes. Thank you. Wine and beer, how does it work here? With all my colleague is going around, but what would you like to drink?
One beer. One beer? Beer. Two beers. Wir haben es versucht, uns zu ignorieren, aber nicht mit mir. Bis jetzt haben wir hier Wasser und für die Wasserflatrate haben wir hier nicht bezahlt. Wir hätten aber eigentlich, habe ich auch gerade gelesen, 15 Minuten vorher da sein müssen. Wie es halt immer ist, einfach 5 Minuten vor der Zeit kommen. Kommt zu früh. We have a different kind of beer, so just one beer or light and dark. Light is like the regular beer, right? Yes. You can't take a light beer. Light. Can we try the wine also? White wine, red wine. White wine. We flat rate it up? Shut the fuck up. Are we gonna be famous now or? Of course. What's your name? Novak. Novak? Thank you. Thank you. Ja, was hat man im Mittelalter gesagt zum? Tuck. Tuck. Oder Ahoi. Nee, Ahoi nicht, gesagt mal auf See. Ja, egal. Finden wir später noch raus. The McGregors arrived! Damn, die kommen alle. Ich hab richtig Angst gerade. Ich bin voll nervös. Hat schon Kraft, aber so, wenn die so. Dein Puls geht hoch ein bisschen und so, gell? Ja, ja. Nee, so, glaubst du wirkliche Leute aus dem Mittelalter? Du und dein Hut, ja. 40 Euro, Ladies and Gentlemen. Holt euch was, passt euch eurer Umgebung an. Ihr müsst ein Chamäleon sein. Der hat 50 Euro gekostet. Zeig dir jetzt, damit es noch mehr wehtut. They shake their guts. Ich weiß immer nicht, was ich in so einer Situation machen soll. In die Augen schauen. Hat man im Mittelalter aus Tonkrügen, Holzbechern, Trinkhörnern, Keramikgefäßen, hölzerne oder metallene Becher sowie Gläser, wenn sie erschwinglich waren, getrunken. Fühl mich mittelalterlich, ich will so eine Axt haben. Ich auch mit den Händen essen. Ja, mit Stimmen, den Händen haben die früher gegessen. Eine Chickenkeule und links und Bier. Oder Wein. Ich glaube auch, dass sie früher mehr Rotwein getrunken haben als Weißwein. Ja, auf jeden Fall. Aber apropos Wein, wine me you. Wine me later. Was sagt unser Weinkommissar? In Spee. Oh, das schmeckt besser, als ich dachte. Das schmeckt so leicht, gell? Ich sag so, wie es ist, das Bier ist leer. Es sind alles wichtige Dinge, die man auch mit prüfen muss. Wenn man hier schon eine Flatrate hat, wie lange dauert es, bis Randy schafft, ein neues Bier zu bekommen? Ohne dass du was sagst oder darfst du was sagen? Yes. Can we have two more beer, please? Yes. Thank you. Hey, 50 Sekunden, Bro. Es hat 4 Sekunden gedauert, bis noch. Thank you, sir. Hat 50 Sekunden gedauert, du so. Wir haben auf jeden Fall eine Kartoffel mit Pilzen, Karotten, Suppe. Kantinenessen. Ist gut. Aber ich will jetzt so ein Brot dazu. So. Ist Kartoffelsuppe vegan? Ja, ist vegan. Ich hab direkt einen Mushroom erwischt und das sind diese Mushrooms aus dem Glas. Schmeckt ein bisschen nach dieser Knorrsuppe. Wenn ihr dieses Programm hier bucht, zahlt ihr 49 Euro und ein paar Cent. Das sind 50 Euro. Ihr kriegt ein Drei-Gänge-Menü und ihr könnt so viel trinken, wie ihr wollt. Ja, 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 ist gut, we take it. Thank you, I really appreciate it. Der Mann ist schneller als meine Stoppuhr. Und genau deswegen glaube ich, dass das Essen jetzt nicht die Überqualität hat, ja. Was aber auch nicht schlimm ist, weil hier geht es um ein bisschen mehr, um Show. Am Ende des Tages, ich bin hier, um einfach ein bisschen auszurasten. Das sind wir 83 in Bologna. Also Schauweiß wird ihr schon. Könnt ihr mal kurz nicht so rumschreien? Das hat doch nichts mit Mittelalter zu tun, das ist einfach Piraten. Ja, du hast. A few moments later. Ah, thank you. Nice show. Wenn er jetzt nicht mindestens mit 4 jongliert, dann bin ich echt sauer. Ist ihm runtergefallen? Nein! Ich glaube, ich sehe wirklich ein bisschen mehr mittelalterlich aus als du, so vom Look. Ja,
Komisch, woran liegt das wohl? Bruder, du hast eine Katze auf dem Kopf. Das war keine Katze, Jay, Mann, Bro. Was ist das eigentlich für ein Tier, aber jetzt mal wert? Babykaninchen. Die Leute spielen jetzt Musik und jetzt kommt das Essen an den Tisch. Ich hab das Gefühl, dass hier wirklich jeder Spaß hat. So. Was steht da, Bro? Schweinsachsen. 12 Stunden gekocht, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Ich hab Viertel Hähnchen und Viertel Ente. Hierzu? Deine sieht auf jeden Fall spektakulär aus, muss ich sagen. Hatte das noch nie so auf dem Teller. Ich weiß gar nicht, wie ich das essen soll. Hast du das schon mal so auf dem Teller? Ja, ich hatte schon mal eine Haxe, aber die Haut ist halt super dick und so. Und du willst mir gerade sagen, dass es nicht so geil ist, oder was? Ist einfach nicht so ganz mein Taste, aber... Okay, egal, wir gehen mal hier ins Fleisch rein. Jetzt ist nämlich gerade auch schön leise, Ladies and Gentlemen, deswegen... Boah, Junge, das ist ja butterzart. Willst du mich verarschen? Squirty Meat. Komm, einfach rein. Also ich sag dir ehrlich, Bro, das Ding schmeckt... Das schmeckt sehr, sehr heavy und sehr, sehr geil. Ich glaube, dass diese Haut auch nicht so heavy mein Ding ist, weil das so fettig ist und alles. Aber das Fleisch, ich habe das Gefühl, ich brauche keine Zähne. Schau mal, wie das dampft. Boah. Also im Gegensatz zur Kartoffelsuppe muss ich ehrlich sagen, das Ding, ich finde es super lecker. Doch, du musst diese Haut nicht mal essen, weil du das Fleisch einfach so rausziehen kannst. Das ist doch geil. Ich glaube, das ist Crème. Oder wie sagt man? Das ist ja geil, wenn es Crème ist. Willst du? Ja. In das hier, ja, oder? Nein, das, ja. Ah, das ist Senf, Bro. Oh. Ist geil. Schon, oder? Ich habe auch noch nicht so viel Schweinehaxen in meinem Leben gegessen. Weil das, wie gesagt, nicht so 100% mein Taste ist, aber das ist lecker. Jetzt habe ich so das Gefühl, das macht sich bezahlt. Also ich krieg mehr, als es gekostet hat, so ungefähr. Chicken Thigh. Boah, Junge, das ist auch rosa, Bro. Mhm. Lecker. Ja. Die Haut ist nicht knusprig. Was Chicken ist. Thank you. Ich sage dir ehrlich, schaut mal. Das ist 10 von 10 Service. Der Mann, appreciate you, Bro. Ich finde es mega lecker. Also das ist nicht, keine 10 von 10, so klar. Aber für das, was wir hier bezahlt haben, was ich erwartet habe, ist das Chicken auf jeden Fall nice. Die Haut könnte noch mehr knusprig sein. Was Lukas auch gerade noch gemeint hat, für alle, die so ein bisschen ihr Essen gut sehen wollen, ja, das fehlt hier so ein bisschen. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir sind hier im Mittelalter. Ich bin einfach eine Pussy, was es angeht, dass ich keine blutigen Adern oder irgendwas essen möchte. Und ihr seht es besser als ich, will ich nur sagen, weil ihr es durch die Kamera seht, ja. Es geht hier halt mehr um die Experience am Ende des Tages. Um den Vibe und die Atmosphäre, wo du isst. Aber ich muss sagen, dass die zwei Brüder auf jeden Fall vom Entertainment-Faktor die höchsten sind, oder? Nein! Hey, Stuhl! Haben die teilweise so echte tschechische Wörter gesprochen oder ist es einfach nur rumbrüllen die ganze Zeit? Keine Ahnung. Aber ja, ihr könnt die Frage gerne beantworten in den Kommentaren, Leute. Zum Glück macht es nicht der Jongleur. 1 to 10, how's the experience? 10. 10 out of 10? 10, yeah. Easy one? Yes. Okay, thank you. Deutsche Eiche krabbelt auf Holz. Junge, Junge, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Lass uns mal kurz durchgehen. Also, 50 Euro haben wir bezahlt. Preis-Leistung würde ich sagen, sitzt. Du kriegst eine gute Show. Es ist immer was los, du fühlst dich unterhalten. 2 Stunden, 2,5 Stunden sind wir da drin gesessen. Was sagst du zum Essen? 6,3 von 10. Lecker genug, um es aufzuessen auf jeden Fall. Also ich hätte auch, wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag Foodtour gedreht hätte, hätte ich auch die Kartoffelsuppe aufgegessen. Ich hätte alles aufgegessen am Ende des Tages. Genau, also meiner Meinung nach, ich würde es wirklich sagen, für die Experience, man kann es machen. Ich glaube, es gibt ein paar mittelalterliche Restaurants, wo du wirklich auch Knochen so am Boden werfen darfst und dich noch ein bisschen mehr wie eine Dreck verhalten darfst, was eigentlich lustig wäre für die Experience. Ich glaube auch irgendwie, dass man so die Atmosphäre hätte noch ein bisschen besser aufbauen können, so dass man erst warten alle in einem Raum und dann kommt man reinmäßig oder irgendwie sowas, so dieses Feeling haben möchte. Ja, dann könnte, hätte man noch so ein bisschen spannender gestalten können, aber abgesehen davon, ja, aber okay. War geil. Ladies and Gentlemen, in diesem Sinne, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Peace. Peace.
mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Hey, du dreimal raten, wo wir sind. Ich begrüße euch mit einem kräftigen Moin Moin. Wir kaufen etwas, verlosen es an die Community. Sag, das ist billig so, oder? Bro, du suchst es aus. Ja. Ein Kommentar und schreibt euer Instagram in den gleichen Kommentar. Sup, Shorties? Oh mein Gott! Ja, ist gut. Jalapenos tun hier auch manchmal rein. Ich zahle hier, glaube ich, keine Ahnung, 7 Euro, dann tue ich auch alles rein.